Der Traum von dem Grab unter dem Hain verblasste jäh. Und Emily fand sich in Ducedo wieder. Statt Jeremy hatte sie Lottie gefunden, die sie genau wie ihr Bruder Baptiste an John erinnerte, der so tapfer im Krieg gefallen war. Sie schob diese schmerzhaften Erinnerungen von sich und kehrte zu ihren Ermittlungen zurück. Sie musste immer noch herausfinden, was sie mit dem Kessel tun musste. Gut, das bedeutet, wir sind wieder zurück in dem wunderschönen Gebäude und wir müssen den Kessel reparieren. Das heißt, repariere die Zierscheibe am Heizkessel, ersetze das fehlende Ventil, um den Dampf abzustellen. Jetzt ist nur die Frage... Spielerposition, Rätsel, lösbar. Da geht gar nichts. Gehen wir da mal rein in den Empfangsraum. Oh mein Gott. Chat, schaut mal, wer da hängt. Erkennt ihr sie wieder? Chat. Das ist Gräfin Fitzebine, die Dritte. Gräfin Fitzebine, die Dritte. Da hängt sie doch. Mein Gott, na. Wie sagt man? Warte, wie hat man früher gesagt? Sagt es nicht, wenn ihr es wisst. Eine Augenweide. Eine Augenweide. Gräfin Fitzebine, die Dritte. Sehr gute Arbeit. Sofort wiedererkannt, Chat. Anleitung für die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Okay. Aber wo ist ein Teleskop? Ein Pfau. Warum ist das jetzt offen? Na, das wird noch nützlich werden. Na, wirklich? Schrotflinte. Untersuche den kleinen Salon. Jetzt haben wir das erledigt, oder wie? Ja, nice. Werden wir das jetzt machen, Chat? Warum geht das nicht? Wow, bin ich jetzt erschrocken? Stirb, du Grauslichkeit! Entschuldigen Sie, ihr Grauslichkeiten, ihr hättet mir schon eine Sekunde Zeit geben können, das zu appreciaten. Wie cool das ist. Wow. Oh mein Gott, ich lieb's. Auf einmal ist wieder alles anders. Yes, es ist Chat. Schaut mal, da ist eine Statue von Benny. Hui. Mega! I love it, I love it, I love it! Okay. Gut, das kann ich mitnehmen. Das nehmen wir jetzt einfach einmal mit. You never know, was da noch kommt.
Jetzt sind wir wieder in der normalen Welt. Das war gar nicht so schlimm. Ja, genau. Es war gar nicht so schlimm, Chat. So, Chat. Alle, die einen Durst haben, dürfen sich hier jetzt offiziell bedienen. Das ist der Weinkeller. Aha, was ist das? Sicherungskasten? Warum sollte ich da herumdoktern wollen? Oh. Das... Okay. Ich verstehe. Ich komme hier nicht durch. Aha. Weil da bin ich tot. Weil da die Stromleitung liegt. Im Wasser. Gut. Jesus. Ich schätze, so geht es auch. Ja. Ventilgriff. Aha, den brauchen wir für drüben. Chat, ich mag nicht, dass die Musik jetzt so gruselig ist und ich kann... Oh, shit. Ich kann nicht mehr interagieren. Ich kann nicht mehr interagieren mit diesem Sicherungskasten. War ja eh klar. Ich höre schon wem. Hallo? Sitzt einer am Boden? Ich glaube, da sitzt einer, oder? Was macht er da? So, wo bin ich? Okay, ich bin hier rausgekommen. Ich gehe gerade und links. Okay, super. Chat. Nimm diese Schaufel, du Grauslichkeit! Ich bin Emily! Und ich töte alle! Da auch noch einer? Nein? Okay. Da kommt fix noch irgendwas. Chat, seid ihr da? Ihr müsst mir Rückendeckung geben, Chat. Da ist jetzt sicher noch eine Grauslichkeit, ich weiß es doch. Oh, Jeremy? Ihr Onkel? Oh mein Gott, was macht er hier? Jeremy? Jeremy? Hä? War doch eine Leiche da drin. Habe ich mir das nur eingebildet? Das letzte Stück. Oh mein Gott. Was ist da?
Pass auf, da kommt jetzt seine Hand raus. Mein Gott, ist da ein Saustall. Komm schon, Grace. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich lass dich auch mit dem Messer spielen. Oh, guten Abend. Haben Sie zufällig ein kleines Mädchen gesehen? Ich glaube nicht. Ansonsten hätten Sie es sicher gemerkt. Das einzige Kind, das für diesen Ort verrückt genug ist. Sie ist nicht in Ihrem Zimmer? Ha! Das wäre was Neues. Sie rennt immer nur rum und sucht Ärger. Sie ist schwer zu bändigen, die Kleine. Wollen Sie einen Schluck? Lieber nicht, danke. Wollen Sie einen Schluck? Tja, ich sollte weitermachen. Es sei denn, Sie brauchen irgendwas von... Oha! Ich will nur meinen Onkel finden, bevor ihm etwas passiert. Ach, keine Sorge, Miss. Er taucht schon auf. Er ist viel zu zimperlich, um sich umzubringen. Warum sollte er? Er wünscht sich nicht sehnlicher. Wussten Sie das nicht? Bis später. Aha. Der war ein bisschen flirty hier. Sie ist ganz schockiert. Der zweite in dieser Irrenanstalt, der mit mir flirtet. Ob das wohl an meiner neuen Frisur liegt, Ted? Man weiß es nicht. Da fehlt etwas. Da fehlt etwas. Was ist denn da los? Oha, oha, oha. Cassie und Yassi. Sie küssen sich, Ted. Schreiben wir das mal auf. Hä? Jetzt habe ich es richtig. Aber wie... Und was soll ich jetzt aufschreiben? Sie sagt, schreiben wir das mal auf. Was denn? Was soll ich denn jetzt aufschreiben? Hä? Was soll ich denn jetzt aufschreiben? Sie sagt, schreiben wir das mal auf. Vitamine? Und die Mente? Was genau soll ich jetzt aufschreiben? Grün? Orange, gelb, schwarz? Mach einfach ein Foto. Diesem Zahlenschloss zusammenhängt. Ab und zu muss man auch rohe Gewalt anwenden, Chat. So, Sesam, öffne dich! Zwilling. Löwe. Oh. Zerbrochene Scherbe, Chat. Wir haben sie. Wir haben sie. Nice. Dankeschön. Das zwar gemacht, aber... Oh. Okay. Chat, ich muss noch mal ganz kurz auf die Pipi-Box. Ich lasse dich hier kurz mit im Dampfbad alleine. Gib mir ein Sekündchen, ich bin gleich wieder da. Ah. Hier. 9, 7, 5. Ich muss nur ein bisschen schauen. Okay, Chat, wir tauchen jetzt wieder in eine böse Welt ein.
Macht euch bereit. Der Talisman zeigt einen anderen Raum. Etwas hat sich geöffnet. Der Weinkeller, Chat. Warum ist die Türe jetzt so aufgegangen? Als hätte sie jemand von außen geöffnet. Und warum sind da jetzt alles Kerzen? Schon wieder in dieser Parallelwelt-Chat. Ich hab's euch gesagt. Okay, wir müssen da raus. Verdammt. Jesus Christus, was Gesundes, ja. Mein Körper denkt sich das auch, Sven. Ha? Es hat funktioniert. Ich bin in einem weiteren von Jeremys Träumen. Was sind wir jetzt auf einem Friedhof? Holy shit. Das ist so cool gemacht, Chat. Wow, der Nebel. Warte, wir müssen ordentlich looten, Chat. Ich habe nur noch eine Heilung. Aber da ist nichts. Hier war doch gerade erst jemand da und hat diese ganzen Kerzen angezündet. Ich weiß es ganz genau, Chat. Richtig geile Stimmung, aber. Creepy, aber geil. Da ist jetzt sicher jemand drinnen, oder? Es ist eine Weile her, dass ich zuletzt die Familienkrypta besucht habe. Ich hoffe, in der echten Welt ist sie in einem besseren Zustand. Kein Loot. Chat. Hier liegt der verstorbene Mann von Gräfin Fitzebine, die Dritte. Hier wurde er begraben, nachdem er vom dritten Stock gestürzt ist und auf den Perlmutt überzogenen Flügel gefallen ist. Kohlrabi zwischendurch kann nicht sagen. Ich muss mir das wieder mehr angewöhnen, weil ab und zu, ich denke mal, Gemüse kannst du so viel essen, wie du willst. Ich habe eine kleine Prise Salz noch draufgegeben. Und ich habe Radieschen und Kohlrabi. Kohlrabi hat halt so einen eigenartigen Geruch, aber ich finde, er schmeckt sehr gut. Und das ist auch etwas, das kann ich, wenn ich hier mit Maus und Tastatur bediene, kann ich das trotzdem snacken. Wenn ich jetzt Chips esse, ist alles fettig und voller Brösel. Das mag ich nicht. Das ist so cool gemacht. Munition. Der Segen. Schlüsselgegenstand. Was ist das? Der Segen ist das. Wofür ist das? Zur Mädchenverstocht.
Und? Kann ich damit was machen? Drehen. Oh. Der Segen! Na bitte, na bitte, Brigitte! Oh! Da habe ich meinen Mund verfehlt. Oh oh. Chat. Holt den Vorschlaghammer. Jetzt kommen die Bösen. Ja, bitte. Na, was sind denn Sie für eine Grausigkeit? Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Gehen Sie, zurück mit Ihnen. Sie Grauslichkeit. Bah! Ich brauche mehr Heilung. Ja, genau, das da brauche ich mehr. Pringles, Zinni, Pringles. Ja, die waren mal wieder gut zwischendurch, aber zu oft ist es nicht gut, Chat. Und irgendwie sieht man aber, wisst ihr, welche Chips ich am liebsten mag? Die salzigen, die geriffelten. Die mag ich am allerliebsten. Wenn jetzt noch der Nachname auftaucht, bin ich schockiert. Welcher Nachname? Nachname von wem? Nachname von was? So, da brauchen wir offensichtlich... Das ist die Kapelle aus Jeremys Buch. Sieht aus, als bräuchte ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Medaillons, Chat. Medaillons. Jetzt haben wir schon zwei Namen von meiner Mutter hier gehabt, Renate und Brigitte. Heißt deine Mutter Renate Brigitte oder Brigitte Renate? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles habe, was ich brauche. Ich bin mir auch nicht sicher. Von hier bin ich gekommen, oder? Oder bin ich von hier gekommen? Wer weiß das schon? So geil mystisch gemacht. Ich lieb's. Oh, hör auf! Jetzt hat sie sich erschrocken und weil sie sich erschrocken hat, habe ich mich erschrocken. Der war jetzt gemein, Chat. So. Gemüse ist aufgerissen, Chat. So. Hallo? Ich höre doch da was. Da gehen wir jetzt einmal noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob Crouchen tatsächlich was bringt. Aber... Heilung, jawoll! Muni, jawoll! Shit. Boah, wird das da dunkel. Das klingt so, als würden die kotzen. Da schlaft einer. Ja.
Oh, er ist aufgewacht. Morgen! Morgen! Schwierig. Ist geil. Okay. Wah! Grauslige Sau! Ah, ich kann hier nicht schneller. Okay. Muni. Da habe ich immer Angst, dass dann irgendeine Hand von unten kommt. Steht so mein Leben? Okay, mein Leben ist voll. Und ich habe noch zweimal Heilung, Chat. C, um zu schleichen. Okay. Sonst geht's euch gut? Ja. Oh, na super. Es gibt keine Kommen mehr. Sehr fein. Ich hab zu viel Muni-Chat. Muni, Muni, Muni. Ich höre sie doch schon wieder. Die Schwindligen. Vor allem, wenn du so eine Waffe kriegst, ist nie gut. Ist nie gut, Chat, ist nie gut. Hä? Ich höre doch Steps. Hör doch, dass jemand ganz nah ist. Oh shit. Oh shit. Da soll ich jetzt aufmachen? Heilige Maria, beschütze mich! Heilige Maria, beschütze mich! Na geh, schade um die gute Schaufel. Ein Medaillon! Das Omen! Nicht zu verwechseln mit die Oma! Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist im Gefängnis! Ah.
Jesus. Maria, beschütze uns! Bäh! Na super, gleich zwei! Nachladen, Miss Girl. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen, genau. Shit, shit, shit! Nachladen. Nachladen, Miss Girl! Stirb. Gut. So, ein Schluck Salbetersaft von der Oma und alles ist wieder gut, Chat. Ich sehe tote Monster. Legt euch nicht mit Emily an. Also, ich sollte meine Muni nicht verballern. Die ist sehr wertvoll. Wunderbar. Aber es war ein witziger Moment. Na, servus. Ja, wirklich. Ja. Ah, Gott sei Dank. 12 Pistolenkugeln. Nachladen. Super. Hallo, ich bin's, die Emily. Da hupft doch jetzt was raus. Irgendwo, irgendwie. Aha. Was ist da los? Der Segen und das Omen. Medaillon auswählen. Warum ist das so unscharf? Vielleicht so? Aha. Und das? So? Schnell rein! Da kommt doch jetzt 1000 pro was. So, ich habe mal meinen Hammer rausgeholt. Damit wir nicht die Muni verballern. Sehr gut. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ja, ich muss fliehen, Chat. Ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Ich muss fliehen, Chat. Aber wohin? Wohin?
Scheiße! Was war das jetzt, Chat? Meine Taschenlampe geht aus. Fucking hell. Hi, Kathi, Miss Girl, wie geht's? Na bitte. Na bitte, Brigitte. Alrighty, wie geht's, Miss Girl? Liegt hier was für mich? Jesus Christus. Okay. Hat sie jetzt die anderen Medaillons mitgenommen? Ja. Oh, ich habe es rausgeschafft. Na wirklich. Die Frage ist jetzt nur, Miss Girl, wo ist die Tür mit den Medaillons? Hier. Okay, rein damit. So. Medaillon auswählen. Warte. So vielleicht. Was haben wir denn da überhaupt drauf? Wollen wir das mal drehen? Ein Schäfchen. Wie komme ich denn da runter? Hä? Aber wieso kann ich das Vögelchen nicht bewegen? Oh. Nein, das ist falsch. Ja, das ist mir schon klar, dass das jetzt falsch war, aber... ich konnte das nicht drehen. So. So. Nein. Ich glaube. Nein. Ja. Aber jetzt der noch. Ja. Chat, also ganz ehrlich, wenn ich diese YouTube-Videos hochlade und ich danach nicht eine Anfrage-E-Mail vom FBI bekomme, dann weiß ich es auch nicht, okay? Dann weiß ich es einfach auch nicht. Hallo! Wieso hat das so lange gedauert? Ellie, war nur bist Spaß. Du das? Jeremy. Was machst du denn hier? Du klangst in einem Brief so traurig. Ich bin hier, um dich wegzubringen. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas Dummes getan habe. Ich wollte doch nur, dass du von hier wegbleibst. Was meinst du? Ich habe einen Pakt mit dem Schattenmann. Um New Orleans zu beschützen mit meinem Leben als Opfergabe. Der Schattenmann ist nicht echt, Jeremy. Er kann dir überhaupt nichts tun. Was glaubst du, warum das alles hier passiert? Warum glaubst du meinen Worten nicht? Gut, dann lass mich helfen. Sei nicht dumm. Er wird dich neben mir für immer in seinem versunkenen Tempel begraben. Ist mir egal. Ich finde einen Weg. Ich habe auch einen Talisman und ich weiß von Taroe. Nein, nicht reden. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Du kennst ihn, Emily. Er nahm dir deinen Großvater. Nein, im Ernst. Wer ist da? Ich spüre, dass da jemand ist. Emily! Warum willst du dahin, Jeremy?
mein Ein- und Alles-Hinweis. Die kranke Schwester, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei uns. Bist du auch an dem Game suchten? Ganz gut, bisschen Halsweh bekommen. Oh no, gute Besserung, Kathi. Ist dieses Spiel von den Entwicklern von Resident Evil? Sieht so ähnlich aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, also das originale Game ist 1992 rausgekommen und die Entwickler haben quasi dieses Horror-Shooter-Rätsel-Genre eingelöst und die stehen, glaube ich, aber das ist jetzt nur so Geblabbel, die sind quasi die Konkurrenz zu den Resident Evil Machern gewesen früher, aber ich weiß nicht genau, also so irgendwie irgendwas, also das sind zwei Paar Schuhe, so wie Apple und Samsung, sage ich jetzt einmal, so in die Richtung. Wie geht's dir, kranke Schwester? Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Jeremy. Oh, Kofferschlüssel. Okay. Ich muss mehr über Jeremys Pakt mit dem Schattenmann herausfinden. Oh mein Gott, er wollte Gott, nach Taroea. Vielleicht finde ich dort etwas, was mir helfen kann. Chat. Seht ihr, wer da liegt? Ihr erkennt sie alle sofort, oder? Oh mein Gott, Chat. Chat. Okay, gut. Die meisten von euch werden es noch nicht kennen, weil nicht alle immer dabei waren, wenn ich mit der Kathi damals gemeinsam gestreamt habe. Aber hier liegt sie. Frau Dr. Etzel. Ein Ebenbild. Kathi, danke, dass du da warst. Ruhe in Frieden, mein Schatz. Die Frage, ob das von den Machern von Resident Evil ist, hat dich leider Gottes das Leben gekostet. Sie war wunderschön. Ja. Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. Sie war wirklich wunderschön, Chad. Ganz schöne Lippen hat sie. Aber Chat. Perfekt gemachte Haare. Perfekt angemalte Augenbrauen. Lidschatten. Eyeliner. Alles hat sie sich noch draufgegeben, die Miss Girl hier. Volles Programm. Wie eine Prinzessin. Während das die Dream Snaps wäre meine einzige Bewertung. Das grüne Stirnband hätte man weglassen können, gell? Da hätte es ein wunderschöner Federschmuck getan, das wäre auch in Ordnung gewesen. Das Grün ist hier nicht sehr passend. Fashion Police is on its way, okay? Und die Schuhe, hä? Was ist das für eine Farbkombo? Oben grün, in der Mitte rosa und rote Schuhe. Miss Girl? Nicht meine Ruhe, Todzeit dafür. Entschuldigung.
Aber sie, sie hat ein Blümchen im Haar, Chat. Das ist süß. Dafür gibt sie wieder einen Pluspunkt. Hallo, sie liegt im Bett, da trägt man keine Federn. Warum nicht? Der ist nur am Meckern, also echt. Sorry. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Perosis Schicksal war Emily weiterhin ein Rätsel. Gehörte sie zu Jeremys Geschichte? Oder hatte sie gar ihre eigene? Schließe Jeremys Reisetruhe auf. Und wo könnte diese sein? Oh ja, logisch! In seinem Zimmer, Chat! Kathi? Miss Girl? Ruhe in Frieden. So, mal kurz durchgelüftet hier. Ist auch ganz wichtig, Chat. Kann ich dir immer die ganze Zeit nur die Türen zulassen? Ist nicht gut. Man braucht ein bisschen einen Durchzug. In diesem Haus ist eh schon so ein hoher Schimmelbefall. So, Jeremys Koffer. Die Barlow-Linse. Die brauchen wir fürs Teleskop, Chat. Das ist die Linse für ein Teleskop. Schau. Warum sollte er die hier wegschließen? Damit nur er das Teleskop verwenden kann, Emily. Frag doch nicht so blöd. Jeremy hatte einen Weg. Wir sind immer noch im Kapitel 2, Chat. Also ich kann definitiv nicht das Kapitel 2 in einer Folge hochladen, weil das würde 3,5 Stunden jetzt schon gehen. Verwende das Teleskop im Salon, um in den Sternen nach Antworten zu suchen. Chat, die Liebe meines Lebens! Aber wo war das nochmal? Im Salon. Salon. Nicht zu verwechseln mit dem Friseursalon, gell? Wo ist denn der Salon? Hä? So, großer Salon. Nein, nur Salon, nicht großer Salon. Kleiner Salon gibt es auch noch. Das war, glaube ich, im Kleinen, oder? Wo bin ich? Da oben? Gehen jetzt einmal die Stegen runter. Diese Türen! Ich bin hier. Okay, wir müssen über die Veranda-Bibliothek. Okay. Passt. Vergeht eigentlich die Uhrzeit in dem Game? Nein, es ist immer noch dieses spätabendliche Abendrot. Creepy. Hier. Wie geht das jetzt? Gott, dieses Radio! Bleib doch einfach aus! Chat, der Radioempfang ist hier nicht gut. Was heißt Maus 2D?
Zettis Radio. Okay, aber es wird nicht. Warum geht das immer an? Hä? Oh. Finde die Talisman-Koordinaten für Düdeldü. Wow! Jetzt ist alles überwuchert. Wenigstens ist das Radio jetzt aus. Shit, ich hab keinen Money. Chat ist mir sass. Oh Gott! Die sind zu dritt. Kann ich das drehen auch? A, D, B, S. Okay, nein. Okay, gut. Ich frage mich, ob das einen Kreis ergibt. Obviously not. Oh ja. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Chat. Also. Moment, was passiert hier? Es gibt von alleine die Zahlen ein? Das Esszimmer. Okay, toll. Also, wo ist das? Im Esszimmer, Emily. Ich schwöre. Das Radio schon wieder. Chat, ich schwöre. Ich streame nach diesem Game nie wieder, weil FBI stellt mich fix an. Oh, Chat! Verneigen Sie sich hochachtungsvoll von der Gräfin Vizebine, die Dritte. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Der Radio! Sinn, ich bin raus, bis denne Antenne. Benny, schlaf gut und träum was Schönes.
Kleiner Salon, Empfangsbereich, Lottis Zimmer, Esszimmer. Vor der Stiege rein. Hier raus, raus, okay. Nein, das war das Klo. Hier. Hatte dieser... Dass sich Portal im Speisezimmer öffnen wird. Das Portal, das öffnet sich mit Sicherheit beim Kamin. Na bitte.